Wir präsentieren im Museum Wiesbaden die Ausstellung Die Sonne in Schwarz-Weiß von Max Pechstein, in der wir den Künstler in Gänze vorstellen. Zentraler Gegenstand der Ausstellung ist die Sonne. Beim Durchblättern des Werkverzeichnisses ist aufgefallen, dass er eigentlich am Ende als der Sonnenmaler des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden muss. Und gerade bei der Sonne ist es ja spannend, dass die Sonne in allen Farben bei Max Pechstein stattfindet. Und zudem dann eben auch in großer Art und Weise in den schwarz-weißen Druckgrafik. Die Künstlerbrücke, zu der ja Max Pechstein gehört hat, sind ja diejenigen, mit denen eigentlich dann der deutsche Expressionismus begonnen hat. Und es ist so, dass die Farbe völlig neu gedacht wurde von den Künstlern. Sie löst sich vom Gegenstand, also von der Realität. Sie wird frei. Die Malerei wird pastos, wird lebendig. Man fühlt sich als Betrachterin und Betrachter sofort in die Bilder hineingezogen. Und das war natürlich etwas, wo Max Pechstein nicht nur ein Künstler war, der mitgeschwommen ist mit den anderen Künstlern, sondern er war in dieser Bewegung wirklich einer, der das Rädchen auch ein Stück weit weitergedreht hat. Und von daher ist er natürlich eine ganz entscheidende Persönlichkeit in der deutschen Kunstgeschichte.